Damenrechtsfälle reichen gerade fürs Notwendigste. Den Champagner bringen die privaten Mandanten. Für die sie Frauen in die Enge treiben. Ich treibe ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht jeden in die Enge, der meinen Mandanten in die Enge zu treiben versucht. Ich darf Sie wohl daran erinnern, dieser Zeuge ist ein Polizeioffizier. Das macht ihn nicht notwendigerweise glaubwürdig. Und falls Sie keine anderen Beweise für eine strafbare Handlung der Angeklagten haben, bin ich zur Einstellung des Verfahrens gezwungen. Einstellung des Verfahrens? Ja, euer Ehren. Dann kommen Sie auf Ihr Sportfest doch noch rechtzeitig. Wenn Sie mich fragen, der Fall ist so tot wie ein Türnagel. Irgendwann werden wir das alle mal sein. Und obwohl dieser Beruf für viele vor allem Einnahmequelle ist, möchte ich bezweifeln, dass wir Anwälte haben, die auf nicht schuldig plädieren, obwohl sie von ihren Mandanten in zweifelsfreien Worten informiert worden sind, dass sie die Tat begangen haben, deren sie von der Anklage beschuldigt werden. Ich hätte da nämlich etwas zu begießen und das möchte ich unbedingt mit dir und Hilda tun. Hast du etwa deswegen die stinkende Frisiercreme im Haar, George? Natürlich musstest du Anwalt werden. Warum musste ich das? Wenn du nicht Anwalt geworden wärst, wärst du nicht in die Kanzlei meines Vaters gekommen und wir wären uns nie begegnet, Rampold. Oh, das ist wahr. Ich wäre also doch besser Pfarrer geworden. Wir haben heute Abend ein kleines Essen im Barhotel mit dem Bezirksrichter. Ah, gegrilltes Lamm, Seemannslieder und alte Witze im neuen Gewande. Nein, heute Abend nicht, Tuck. Nein? Das tut mir wirklich leid. Wir sind ja immer um das Wohl unserer Gäste besorgt. Das ist ja nett, aber heute Abend flippe ich aus.